Ja, hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Runde von Let's Play Minecraft Skyblock mit der Map Name Mythos. Ja, ich habe mal so ein bisschen schon vorbereitet, weil den Bäumen beim Wachsen zuzugucken, das muss ja nun kein Mensch. Und habe einfach mal hier schon mir zwei Stacks oder zweieinhalb Stacks mit den Eichenholzstufen hier halt über den Baum zusammengecraftet, bis also über die Bäume zusammengecraftet. Und jetzt geht's einfach mal weiter im Text. So, wir können jetzt hier erstmal rüber gehen. Und nun haben wir hier oben zwei Eisblöcke, einen Eisenblock und dahinter ist ein Diamantblock und einmal, das ist glaube ich Grundgestein, ne, Obsidian. Und die Problematik ist jetzt hier drunter. Hier habe ich ja jetzt schon in der ersten Folge einen Block drunter gesetzt. Hier drunter ist nichts. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, den Diamantblock abzubauen oder auch den Obsidianblock, dann ist der wahrscheinlich verschwunden, weil der runterfällt. So, jetzt müssen wir hier genauso vom Prinzip her arbeiten, wie wir das im ersten Teil schon gemacht hatten. Und zwar setzen wir einfach außen erstmal die Holzstufen hin und bauen einfach erstmal nur einen kleinen Rahmen außenrum, was immer so ein bisschen friemlich ist, weil ich habe immer Angst, dass ich hier runter segle. Wenn man hier runter segelt, ist halt alles weg. Das heißt, ein bisschen Konzentration hier. So, wo sind wir? Huch, schon viel zu weit. So weit wollte ich gar nicht. So. Das heißt, wir setzen jetzt da unten einen hin, da unten einen hin und können hier runter gehen. Machen das hier zu. Dann werden wir dann auch noch runter segeln. Machen dazu. Jetzt muss ich hier kurz überlegen. Und zwar müssen wir jetzt unten hinsetzen, unten und da auch unten. Genauso wie da sitzen, also ich jetzt habe auch einen hin und da auch einen hin. So, jetzt können wir zumindest schon mal hier den Blumenpott abbauen. Und können den Blumenpott abbauen. Und hier drüben versuchen wir jetzt da unten reinzukommen, um unter den Obsidianblock zu kommen und unter den Diamantblock. So, jetzt sind wir unter dem Diamantblock. Wir können hier auf der unteren Ebene im Prinzip weitergehen. Und machen da weiter. Und da unten, da unten und da unten. So, damit wir hier nicht in irgendwo hinfallen, können wir den noch mitnehmen. So. Jetzt könnte man eigentlich hier rein theoretisch schon Eisen und Diamant abbauen, vorausgesetzt man hätte da Werkzeug für. Setzen wir aber hier unter den und unter den erstmal noch ein Half-Step drunter. Und ich würde sagen, hier noch einen, weil es schöner aussieht. So, jetzt setzen wir da noch einen ran, damit das hier nicht ganz so eng und fisselig wird. So und so. Sieht immer so gefährlich aus hier, wenn das immer nur so knapp bemessen ist. So, jetzt haben wir im Prinzip die Vorbereitung getroffen, um aus diesem Eis Wasser zu machen. Dazu müssen wir aber haben diesen Eisenblock. So, diesen Eisenblock kann ich aber mit nichts, was ich im Moment an Werkzeug habe, abbauen. Somit kann ich aus dem Eisen noch keine Eimer machen. Jetzt muss ich erst drüber, da zu den Steinen, und muss die Steine abbauen, um mir eine Steinaxt zu craften. Und mit der Steinaxt kann ich dann die Eisenblöcke abbauen und kann mir mit den Steinen, mit der Steinaxt, nein, mit der Eisenaxt, so rum, meine Herren, mit der Eisenaxt mir dann einen Diamantblock abbauen.
Mit dem Diamantblock kann ich dann das Obsidian abbauen. So, jetzt gehen wir hier einfach mal weiter zu den Steinen erstmal. Nicht runterfallen. Dafür habe ich im Moment zu viel Wertvolles im Inventar. Das heißt, wir gehen lieber mal ganz schnell zurück und leeren erstmal das Inventar aus. So, und zwar das weg, das brauchen wir noch. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg und das weg. Somit haben wir nur noch, die tun wir auch raus, dafür brauchen wir nicht. Somit gehen wir jetzt wieder rüber und machen im Prinzip jetzt hier das Gleiche, wie wir es auch schon auf den anderen Inseln gemacht haben. Und fangen an, hier einen Rahmen drum zu setzen. Reicht. Wenn man in die Hocke geht, kann man hier eigentlich nicht runterfallen. Man darf halt nur nicht vergessen, die Taste für Hocke zu drücken. Also bei mir ist es die Großschreibtaste. Also ne, plötzlich linke Shift-Taste. Huch, wieder viel zu weit. So kann man natürlich auch seine Ressourcen verballern, indem man einfach wahllos in der Gegend rumbaut. So, kommen wir aber prima unten durch. Können das schön unterbauen. Somit kann es auch nichts mehr runterfallen. Na egal, lieber ein mehr als ein zu wenig. Besser als unten zu liegen. So. So. Ich fange schon an wie Gronkh mit seinem Alter. Aber dass ich das halt eben so mache. Naja. Gut. Egal. Ist halt einfach so. Auf jeden Fall haben wir diese Plattform jetzt auch soweit fertig. Und könnten den ganzen Hucken hier abbauen. Vorausgesetzt, wir hätten jetzt eine Spitzhacke dabei. Für diese Spitzhacke haben wir ein Problem, haben wir im Moment nichts da. Wir haben noch dreimal Eichenholz und eine kaputte oder fast kaputte Holzaxt. Gucken, wie weit wir mit der Holzaxt kommen. Hep. Ja, bei Eichen hat man halt eben den Vorteil, dass die halt eben unter anderem, also wie gesagt, diese Äpfel noch droppen und man somit halt auch was zu essen hat. Zack, das war's mit der Axt. Aber ist nicht so schlimm. Wir brauchen ja bloß das Holz erstmal. So, das heißt, wir machen erstmal hier ein paar Sticks. Aus den Sticks machen wir uns eine Spitzhacke und packen alles wieder weg. Das kann sich in Ruhe auflösen und gehen jetzt rüber. Für alle, die sich wundern, dass es hier dunkel ist und keine Monster kommen, die Monster sind ausgeschaltet. Soll ja nur mehr so eine Art Tutorial sein, wie man das halt eben macht. Aus dem einfachen Grunde, wenn wir jetzt aber hier mal das alles abschalten und werden mal den ewigen Tag machen. So, nun können wir anfangen, hier die Steine abzubauen.
Da haben wir noch ein bisschen Obsidian. Ist gut versteckt ist. Unter dem anderen, unter der anderen Insel, wo wir nachher auch noch hin müssen, da ist dann unter anderem auch die Wolle versteckt. Da sind drei Wollblöcke drin. Und in diese drei Wollblöcke braucht man halt eben, um sich ein Bett zu craften. So, den Obsidianblock, ja, da kann ich nicht viel mehr anfangen im Moment, weil ich noch keine Diamantspitzhacke habe. Und gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Klinge haben die Setzlinge zu. Nanü, nanü. So, das alles weg hier. Die olle Spitzhacke brauchen wir sowieso nicht mehr. So, jetzt gehen wir an den Crafting Table und machen uns erstmal eine Spitzhacke aus Stein. Vorausgesetzt, man hätte jetzt die Sticks dabei. So, Sticks, zack, 1, 2, 3 und Quatsch, 1 und 2. Da haben wir jetzt eine Steinspitzhacke. Die Holzspitzhacke, ja, die packen wir erstmal weg. Für was man sie mal noch später braucht. Das kann auch erstmal alles weg hier. Jetzt habe ich natürlich die Steinspitzhacke auch mit weggepackt. Das ist gut. Das ist pfiffig. Pfiffig kommt bekanntlich vom Pfeife. Somit können wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen Grünzeug weghauen und können darüber und können den Eisenblock zumindest erstmal abbauen. Haben wir den Eisenblock. Jetzt geht's weiter. Packen wir jetzt den Eisenblock hier rein und machen erstmal Eisenbarren von. So, diese Eisenbarren an der Zahl 9 Stück müssen wir jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit, aus dem einfachen Grunde, weil mehr gibt es nicht. So, und wir brauchen die Eisenbarren einmal für einen Eimer. Das heißt, wir craften uns jetzt erstmal einen Eimer. So. Die 6 Barren heben wir natürlich gut auf, weil die brauchen wir später. Und zwar tun wir den Eimer jetzt auch erstmal noch weg. Und zwar machen wir jetzt erstmal die unendliche Wasserquelle. Die unendliche Wasserquelle ist relativ einfach. Da mache ich es mir jetzt einfach mal so hier. Zack, 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 zack. 3x3. Quatsch, 3. 3 Felder in der Länge. So wollte ich es haben. So. Und jetzt können wir die wieder wegpacken. Und gehen darüber mit dem Eimerchen hier in der Hand. Ohne runterzufallen möglichst. Klopfen hier ein bisschen an dem Eis rum. Das heißt, dann mache ich mal hier, gehe ich mal hier hoch. Ich glaube, es ist sicherer. Klopfen an dem Eis rum und nehmen das. Das ist jetzt ein Risiko. So, halt da runterfällt. Und gehen halt weiter und packen den Eimer mit dem Wasser. Erstmal hier in das vorgefertigte Bassin auf diese Seite. Gehen nochmal rüber. Ziemliche Lauferei. Gehen hier hoch. Hep. Gehen jetzt hier oben drauf, weil es sicherer ist. Gehen hier hin. Klopfen das zweite Eis kaputt. Nehmen das mit dem Eimer auf. Warten diesmal, bis das Wasser abgelaufen ist. Und laufen wieder hier rüber. Und setzen den zweiten Eimer in diese Ecke. Und somit haben wir hier eine unendliche Wasserquelle. Und können einen Eimer
Schon mal sicherheitshalber wieder wegpacken. So, das erstmal jetzt zum zweiten Teil. Im nächsten Teil werden wir anfangen, die Vorbereitung für den Cobblestone-Generator machen wir nicht. Wir werden jetzt einfach mal noch Eichensetzlinge nehmen und werden hier noch ein paar Eichensetzlinge hintun. So, tak, 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 tak und tak. Und warten jetzt einfach mal, bis die wachsen, um dann im nächsten Schritt weiterzumachen, um hier mit noch diversen Half-Steps rüber zu bauen zu diesem Türmchen, was wir da hinten sehen in der Ecke. Und bauen dann. Das können wir noch machen. Wir haben ja noch ein bisschen was, nehmen zwei von denen und drei von denen. Gehen hier hin. Zack. Und machen uns doch noch schnell eine Diamantspitzhacke. Weil die, Quatsch, eine Eisenspitzhacke. So. Weil die brauchen wir nachher. Das also jetzt gleich. Um das Obsidian dann abzubauen. Aber erstmal im Moment brauchen wir sie hier, um diesen ollen Diamanten wegzuklopfen. So. Das war einfach. Weil auf dem Obsidian kann ich, glaube ich, hier mit der Eisenspitzhacke rumklopfen, so viel wie ich möchte. Da passiert nicht so ganz viel. Den Diamanten packen wir jetzt hier rein. Machen dann kleine Diamanten von, hätte ich bald gesagt, den Block da rein. Und dann können wir daher mit dem Diamantblock, machen wir das mal so und so. Und craften uns nochmal flugs eine Diamantspitzhacke. Die kommt aber ins Safe. Zu den restlichen Diamanten. So, die Steinspitzhacke brauchen wir eigentlich jetzt erstmal nicht mehr und die Eisenspitzhacke auch nicht. Die Steinspitzhacke packen wir da rein. Die Holz nehmen wir sicherheitshalber einfach mal mit für den Fall der Fälle. Und ja, jetzt warten wir halt einfach gemütlich hier in der Ecke, bis die Bäumchen nachgewachsen sind. Ich werde dann noch ein paar Half-Steps produzieren und wir sehen uns im Teil 3.